Wenn andere längst Feierabend gemacht haben, sitzen sie immer noch am Schreibtisch. Oder sie bedienen Maschinen, halten die Produktion am Laufen. Viele Arbeitnehmer arbeiten mehr als die vereinbarten 35 oder 40 Stunden die Woche. Doch es gibt in der Wirtschaft keinen langfristigen Trend hin zu Überstunden, sagen Wissenschaftler. Wir haben jetzt ungefähr 50 Überstunden pro Mitarbeiter. Das sind ungefähr 4% der geleisteten Arbeitszeit. Wir hatten einen Einbruch 2008, 2009 in der Wirtschaftskrise. Da sind wir jetzt sozusagen auf das Vorkrisenniveau in etwa zurück. Ein Rückgang wird vor allem bei den bezahlten Überstunden beobachtet. Die nicht bezahlten nehmen nach Meinung der Gewerkschaften jedoch leider zu. Während früher das Hauptmotiv unserer Kolleginnen und Kollegen war, mehr Geld in der Tasche zu haben, ist inzwischen die Angst um den eigenen Arbeitsplatz bedeutender geworden. Es ist auch mehr so eine Kultur der Unternehmen, dass man länger bleibt oder dass man so viele Aufgaben in seinem Job hat, zum Beispiel bei Bürojobs, dass man einfach länger bleiben muss, um die Arbeit zu bewältigen. Der Deutsche Anwaltverein warnt, dass freiwillig geleistete und somit unbezahlte Überstunden problematisch sind. Auch für den Arbeitgeber. Das Anordnungsrecht liegt klar beim Arbeitgeber. Eigentlich kann der nur bestimmen, ob Überstunden gemacht werden oder nicht. Nur die Betriebswirklichkeit sieht häufig anders aus. Arbeitgeber haben auch durchaus häufig Interesse daran, dass Arbeitnehmer das einfach von sich aus tun. Nur, wer über Jahre seinen Arbeitnehmer in dieser Weise gewähren lässt, der wird sich nicht am nächsten Tag darauf berufen können, er habe die Überstunden nicht angeordnet und deshalb gibt es kein Geld. In vielen Arbeitsverträgen ist geregelt, dass Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind. Davon sind neben Spezialisten und Mitgliedern der Geschäftsleitung zunehmend auch normale Arbeitnehmer betroffen. Wir hatten das früher mehr im Bereich der außertariflichen Bezahlung. Bei Führungskräften wurde das selbstverständlich erwartet. Da gab es gar keine Arbeitszeitregelung mehr. Inzwischen haben wir aber viele Beispiele aus dem Dienstleistungsbereich, zum Beispiel bei Köchen in der Gastronomie, dass schon im Arbeitsvertrag definiert wird, dass ein gewisses Maß an Überstunden, das geht bis zu 20%, unbezahlt zu leisten ist. Doch solche Regelungen sind oft rechtlich problematisch, viele sogar unzulässig. Wenn Sie eben einen Teil der Vergütung pauschal geben wollen für etwaig anfallende Überstunden, dann muss irgendwie schon definiert sein, was ist denn damit geregelt. Sonst ist halt der Arbeitsvertrag unklar. Und Unklarheiten gehen auch im Arbeitsrecht zulasten des Verwenders. Das heißt, der Arbeitgeber kann dann auf Grundlage dieses Arbeitsvertrages die Überstunden nicht einfordern. Sollte Ihr Chef von Ihnen Überstunden verlangen, sollten Sie in jedem Fall einen Nachweis hierüber führen. Sonst gehen Sie im Streitfall leer aus. Die Anordnung wird mitunter schwer nachweisbar sein, aber beim Umfang würde ich in einer solchen Sache immer empfehlen, dass man vielleicht sich die Sachen zumindest notiert. Und auch da kann man ja überlegen, ob man sich das vom Vorgesetzten abzeichnen lässt oder halt wenigstens von Kollegen abzeichnen lässt, damit man im Streitfall einen wie auch immer gearteten Nachweis hat. Übrigens, die meisten Arbeitnehmer wollen für Überstunden einen Freizeitausgleich. Nur die wenigsten wünschen stattdessen einen Aufschlag auf das Gehalt.